Herzlich willkommen zum nächsten Ultra Retro Let's Play. Und zwar spielen wir jetzt gemeinsam Pac-Man. Von Namco, 1980 und nochmal 1993 erschienen. Wir zocken natürlich für den NES, beziehungsweise jetzt auf dem NES Mini. Hier sehen wir erstmal die ganzen Charaktere und die ganzen Nicknames. Blinky, Finky, Inky und Clyde. Nice Sache. So, ist übrigens das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich Pac-Man zocke. Ich habe jetzt ganze 10 Minuten Spielerfahrung und jetzt werden wir gemeinsam dieses kurze Let's Play dann auch mal starten. So im Singleplayer-Modus würde ich mal vorschlagen. Alles andere würde auch nicht funktionieren. Jetzt gerade. So, unser Ziel ist es hier, die ganzen Coins einzusammeln. So, wir kriegen extra Punkte, wenn wir die Gegner auffressen. Können wir aber nur, wenn wir vorher die großen Münzen fressen, weil dann kurzzeitig unsere Gegner erlahmen bzw. zu glibrigen, nichtsnützigen Gegnern werden, die uns keinen Schaden mehr zufügen können. Klar ist auch, wir dürfen nicht berührt werden von eben diesen Gegnern. So. Ja, sind bisher ganz gut dabei. Allerdings sind wir jetzt hier eingekerkert und das sollte nicht passieren. So, wir haben insgesamt 3 Leben. Ja, wir sind keine Katze, sonst hätten wir 7 Leben. Nur 3. Aber die müssten Pac-Man doch eigentlich auch genügen, oder? So, eigentlich wäre es schlauer gewesen, wenn wir tatsächlich erstmal eine Region entweder oben oder unten abklappern. So, jetzt haben wir definitiv alle großen Münzen eingesackt. Und, ja super. Ja, fast schon ein bisschen mit Ansage. So, letztes Leben und wir sind noch immer hier im ersten Level. Haben wir immerhin schon 3490 Punkte jetzt. Highscore liegt bei 10.000 Punkte. Ob wir den in diesem Let's Play knacken können, ist natürlich die Frage. Das war gemein. Da können wir nichts mehr machen. So, erstes Game Over. Noch unter 3500 Punkte. Da sollte auf jeden Fall noch mehr gehen. Also gleich mal wieder probieren. So, diesmal will ich aber zumindest das erste Level schaffen. So, ich würde mal sagen, dieses Let's Play wird ähnlich wie auch unser erstes Ultra-Retro-Let's Play, wie ich es immer so schön nenne, wird so, knappe, gute 20 Minuten dauern. So, 2 knackige Parts. Oh, sehr gut, jetzt haben wir 3 auf einmal besiegt. Für den ersten haben wir 200 Punkte bekommen, für den nächsten 400, dann 800. Und dann wird sogar 1600 Punkte gehen, wenn wir den vierten auch noch bekommen würden. So kann man auf jeden Fall ordentlich Punkte sammeln und so dem Highscore schon ziemlich nahe kommen. So. Jetzt müssen wir hier die nächste große Münze fressen. Natürlich hier ein sehr, sehr leichtes, einfaches Spielprinzip. Wie damals halt üblich für den NES. Macht aber auch trotz allem sogar heute noch, zumindest für eine gewisse Zeit, echt Laune. So. Ich würde sagen, wir haben Level 1 gemeistert. So kann's doch mal gehen, liebe Freunde. Okay. Ah, dann mal direkt hier ins Level 2. Natürlich, von Level zu Level wird's hier um einiges schwieriger. Die Gegner werden noch gemeiner. Ich glaube auch, diese Zeit nimmt ab, in der die Gegner erlahmen oder zu nichtsnützigen Glubberdingern werden, die uns nichts zufügen können. Ich weiß gar nicht, ob die jeweiligen Gegner, die ja auch alle einzelne Namen haben, jeweils spezielle Attribute haben. Dass hier zum Beispiel der eine schneller ist, dass der andere gemeiner ist, langsamer ist, was auch immer ist. Kann ich nicht genau beurteilen. Erstmal müssen wir jetzt aufpassen hier.
Da wurden wir fast eingekerkert. Das ist immer die gemeinste Situation überhaupt. Aber bisher läuft es echt gut. Wir haben noch kein einziges Leben verloren. Wir haben schon über 6000 Punkte. So soll es doch auf jeden Fall mal sein. So noch 5, 6. Ah. Jetzt müssen wir uns beeilen. Und ich glaube... Ja, das war... Dem konnten wir nicht mehr ausweichen. Da waren einfach alle Gegner wirklich an uns dran. Und trotzdem haben wir jetzt Level Nummer 2 gemeistert. Und... sogar mal eine geile Zwischensequenz. Nice Sache. Gut. Level 3. Jetzt wird's auf jeden Fall noch härter. Die Gegner werden noch aggressiver. Wow, 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 wow. Okay. Letztes Leben. Ja, jetzt müssen wir echt aufpassen. Übrigens auch dieses Obst-Gemüse-Zeug da, was wir einsammeln, gibt noch mehr extra Punkte. Welches ab und zu in der Mitte erscheint quasi. So, 500 Punkte hier sogar. Aber sind echt gut. Über 8000 Punkte. Aber jetzt wird's knackig. Wir müssen irgendwie nach unten rechts hinkommen, aber das war's. 8470 Punkte. Und dort reißt dann unser Spielglück doch so ein bisschen ab. Gut. Sei es drum. Eine Runde geht auf jeden Fall noch hier in diesem ersten Part. Mal schauen, ob wir jetzt nochmal so einen neuen Highscore schaffen werden, können, tun. Ja. Erstmal will ich hier wirklich alles mitnehmen. Möglichst alle Coins oben rechts. Ist halt die Frage, gehen wir immer auf die Gegner drauf oder wollen wir uns auf die Coins fokussieren? Ist alles nicht so einfach. La 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 la. Okay. Na, Steuerung. Man muss auch sagen, manchmal, ja super, manchmal ist die Steuerung auch einfach so ein bisschen, ungenau. Dann steuere ich nach oben, unten, links, rechts und dann macht er es einfach nicht. Kann schon manchmal ziemlich frustrierend sein. Gut. Mal wieder auf ins Level 2. Ah, das war doof. Ich dachte, der würde vielleicht vorher oben abbiegen, aber irgendwie nicht. So, und schon haben wir nur noch ein einziges Leben. Ich glaube, das wird auf jeden Fall kein Highscore werden. Außer es läuft jetzt wirklich alles perfekt. Aber... ah, ich habe so die Befürchtung, das wird... es wird nichts. So, nochmal hier. Eingesagt 5000 Punkte. Ja, jetzt oben rum. So, jetzt muss es aber klappen. Jetzt müssen wir... wow, alles perfekt meistern. Na, 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 na. Ah, ja, das war's. Das war's. Okay. 6840 Punkte. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter bei Pac-Man, hoffentlich mit einem neuen Highscore. Und ja, bis dahin,
Macht es gut.